Willkommen zu Monster Hunter World. Wir werden heute ein Dodogama jagen. Auf der Liste wäre das nächste Monster der Sora Magtaros, aber den haben wir erstens schon gesehen und zweitens ist das kein Standardmonster als Gegner. Dodogama, hier. Dann machen wir die Quest selber auf und rufen einfach wieder jemanden, geben den anderen Leuten die Chance mitzumachen. Die Mission ist schon gescheitert, wenn einmal jemand ohnmächtig wird. Ja, und wir machen das Ganze mit dem Großschwert. Mal wieder ein wenig Abwechslung. Dodogama ist schwach gegen Gift. Deswegen nehmen wir das Giftgroßschwert. Ansonsten wäre er noch gegen Donner anfällig. Aber gute Donnerwaffen, da habe ich im Moment nur den Bogen. Und mit dem Bogen möchte ich jetzt nicht. Mal sehen, wie es läuft. Wir schicken mal das Leuchtzeichen los. Und nehmen wieder ein paar Sachen aus Truhe. Einmal Panzerhaut. Dann Tunkkapsel. Und dann Lebenskraftmantel schon mal auswählen. Oh, tritt schon direkt jemand bei. Und eigentlich, ja, da vorne müsste er schon sein. Der Schwanz ist hier auch wieder abhackbar. Oh. Und direkt Azurnes ratlos. Und wer noch Uragan. Perfekt. Verschwindet alle. Auch du. Okay. Jetzt habe ich nur noch eine Dunkkapsel, das heißt, ich muss mal wieder Dunk farmen gehen. Und wir sind nicht mehr alleine. Was ist mit Ratalos los? Er kann jetzt ruhig aufhören zu nerven. So, letzte Dunkkapsel. Okay. Dodogama ist weggelaufen. Mit Ratos zusammen. Perfekt.
Ah, Kaltgetränk. Sehr schön. Wir haben einen dabei, der pafft. Ach, nein, meine Katze pafft. Sehr schöner Treffer noch am Ende. Vergiftet ist er auch. Au, schade. So, der Schwanz liegt hier, dann looten wir mal. So viel Zeit muss sein. Und er verschwindet jetzt sowieso. Auf. Oh, das war schön. Das hat der sehr schön gemacht. So, hier liegen noch irgendwo Spuren. Dieses sammeln wir auf. Okay. Ach, da war noch Spuren. Und die hier nehmen wir auch noch mit. Und die ging es sich auch noch aus. Sehr schön. Oh, wir haben ein paar nette Sachen wieder bekommen. Hier einen Kiefer, eine Kralle, nährendes Extrakt und noch eine Kralle als Extra. Und gegen Giftjuwel. Oder Karma als Gegner finde ich ziemlich angenehm. Ist nicht überstark. Das nervig ist aber immer, dass er im Gebiet ist, wo sich eben das Azure Rathalos und Uragan aufhalten. Und diese eigentlich jedes Mal dazukommen. Ansonsten ist Dodogama eigentlich kein Problem. Auch alleine wäre nicht das Problem gewesen. Aber wie schon mal gesagt, ich spiele gern mit anderen Leuten zusammen. Auch wenn ich sie gar nicht kenne. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.